Wie sehen Sie das? Wie bekommen Sie Lehrer nach Thüringen? Naja, erstmal muss man sich ja klar machen, dass nicht so einfach ist wie eine Lehrerplanung, wie eine anständige. Ich war 15 Jahre Lehrer. Ich habe mich selbst damit intensiv beschäftigt. Die Kinder, die heute geboren werden, gehen in 6 Jahren in die Schule. Das ist genau der Zeitraum, den man braucht, um einen Regelschullehrer inklusiv Referendariat durch eine Ausbildung zu bekommen. Das heißt, wir haben es hier mit einem massiven Versagen der etablierten Politik zu tun, einem handwerklichen Versagen, einerseits von Rot-Rot-Grün und andererseits natürlich auch schon von der alten schwarz-roten Landesregierung, die vor Rot-Rot-Grün hier herrscht. Wie Sie Lehrer nach Thüringen bekommen wollen. Sagen ja, Sie es. Wie gesagt, es ist ja nur die Spitze des Eisberges. Der Wurm im Bildungssystem ist ja viel tiefer drin. Vor einigen Wochen hat mir mal eine Lehrerin gesagt, und zwar mit Tränen erstickter Stimme stand sie vor mir, Herr Höcke, wir müssen immer mehr erziehen, wir müssen immer mehr integrieren. Jetzt sollen wir dann auch noch inkludieren. Sagen Sie dieser Lehrerin, wann wie sollen kommen wir denn mehr überhaupt Kollegen zur demnächst? Bildung kommen? Ich will nur klar machen, dass die Lehrerversorgung ein Problem ist, aber wie gesagt, nur die Spitze des Eisbergproblems. Ja? Okay. Wir müssen natürlich gucken, dass wir attraktiver werden. Wir müssen die Einstellung an Thüringer Schulämtern in Thüringer Schulen beschleunigen. Da ist in den letzten Monaten und Jahren von der rot-rot-grünen Landesregierung vieles versäumt worden. Wir müssen auch überlegen, ob wir in Notsituationen, und wir haben im Augenblick tatsächlich eine politisch zu verantwortende Notsituation, vielleicht auch Lehrer, die in der Lehrerbildung tätig sind, die vielleicht auch in der Schulverwaltung tätig sind, zumindest für eine Überbrückungszeit zurück in die Schulen holen. Wir müssen auch unkonventionelle Wege gehen. Richtig. Ja. Okay.